Moin, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video. Ja, heute möchte ich euch mal kurz einen taktischen Rücksitz-Organizer vorstellen, den ich mir besorgt habe. Den gibt es ja auf verschiedenen Websites, Shops. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, welcher Anbieter das ist. Dementsprechend ist das jetzt auch keine Werbung in dem Sinne, sondern ja, wie ihr ja wisst, möchte ich das Auto nach und nach zu einem Minicamper umbauen. Und da zeige ich euch zwischendurch mal so Sachen, die ich mir extra dafür zugelegt habe. Und ich finde, diese Tasche ist wirklich, wirklich praktisch. Die hatte ich jetzt schon öfters im Einsatz gehabt, beziehungsweise die hängt ja eigentlich immer jetzt seitdem bei mir im Auto. Und ich möchte euch gleich mal zeigen, was ich da alles verstauen kann, was man verstauen kann und warum das halt so praktisch ist. Gut, falls euch das interessiert, bleibt dran. Es könnte praktisch werden. Gut. Ja, vielleicht zuerst einmal was zum äußeren Erscheinungsbild. Also, das ist hier ein Opel Meriva A Rücksitz vom Beifahrer. Die Tasche passt ja wie angegossen. Die hängt man sich hier einfach über die Kopfstütze mit dem einen Teil. Hier gibt es noch eine Schnalle. Ich gehe mal andersrum. Hier unten auch nochmal. Um den Beifahrersitz. Es gibt hier Schnallen. Kann man alles schön zuschnallen. Das kann man hier unten auch ein bisschen noch verstauen. Alles passt. Gut. Ja, dann gibt es hier noch so 6 größere Taschen, wo, wie man sieht, auch 0,5er Flaschen reinpassen. 1,5 Liter passen auch rein, habe ich gerade schon getestet. Ja, und die Dinge, die ich so mitnehme, die ich häufig brauche, sind zum einen Taschenlampen. Ich habe hier eine kleine fürs Auto, wenn man mal was sucht oder so. Dann Messer brauche ich ständig, noch eine Taschenlampe, Handschuhe, falls man mal irgendwie Stecker aufsammeln muss oder irgendwas nass ist oder irgendwie was piekst, Brennnessel, dies und das. Ja, Heringe, die habe ich jetzt auch öfters gebraucht, die werde ich auch immer hier schön griffbereit stecken lassen, weil ich habe im Kofferraum meinen Tarp und mit dem Tarp und den Heringen spanne ich das Auto ab quasi. Gut. Eine Akkubank, passt hier auch sehr gut rein. Dann habe ich hier meine Kopflampe, die habe ich mir neu zugelegt. Mit Rotlichtfunktion, 2 Stufen, sehr schön. Weil ich gemerkt habe, dass ich die einfach brauche, wenn ich unterwegs bin. Ich hatte eine, die ist aber kaputt gegangen, deshalb eine neue. Zack, die hängt dann hier so ein bisschen raus, immer schön griffbereit. Ja, Edding, den brauche ich gleich auch noch. Ein Kuli. Ja, Sonnenbrille brauchen wir auch zwischendurch, könnte ich eigentlich auch da oben reinmachen. Hier einmal so beispielsweise hingehängt, beziehungsweise nicht beispielsweise, sondern sagen wir mal, das ist so gewesen. Ja, hier unten ist ein Becher, den brauche ich auch zwischendurch. Paracord, eine Gabel fliegt hier rum. Dann haben wir hier so, wie nennt sich das hier, Kleberoller wegen Haare von Django. Da hinten ist er übrigens, der passt schon wieder auf. Gut. Und dann habe ich hier noch so ein Nagelfeile, ein paar Kopfschmerztabletten. Warte mal, mit einer Hand ist das alles schwierig. Ach so, hier sind ja auch noch ein paar Heringe. Habe ich schon ganz vergessen. Tue ich mal auch mal hier rein. Ja, hier in diesem Täschchen habe ich so ein paar, ja, Bushcraft-Utensilien, würde ich sagen. Feuerzeug. Kohletabletten, Feuerstahl, Anspitzer, ein bisschen Birkenrinde zum Feuer anmachen, eine Pinzette, eine Nadel, falls man sich mal den Fuß hackt und seine Wunde nähen muss. Ich will ja nichts sagen, ja, aber manche hatten das schon. Und ja, was ich cool finde, hier kannst du wirklich sehr viele Dinge auch in diesem Molle-System entweder anheften oder reinstecken. Hier gibt es noch eine Schlaufe, hier kannst du dir deine Handschuhe oder was hinhängen. Ja, und das Ganze ist auch nicht teuer. Schaut einfach mal ein bisschen im Internet nach. Ich weiß gar nicht, was das hier für eine Marke ist. Ist einfach ein No-Name-Produkt. Wird aber von sehr vielen auch angeboten. Wenn ich hier sitze, zack, sofern der Sitz etwas nach vorne gestellt ist, kommst du wirklich an alles dran. Top. Hier habe ich nochmal eine Schlaufe. Ich glaube, die war auch noch mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Diese Gummizugschlaufe. Ich glaube, die war mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon. Ja, Karabiner ist von mir noch. Also alles, was man so
braucht, wenn man auf einer Bushcraft-Tour oder am Campen ist. Hier habe ich noch eine Bürste für Django. Ja, das wäre es dann eigentlich schon. Viel mehr gibt es nicht zu sagen, außer dass ich zufrieden damit bin. Und hier franzt nichts, keine Löcher, stabiles Material. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert. Hier gibt es regelmäßig Videos mit Django Okavango, der da hinten sitzt, und mir rund um die Natur. Bis zum nächsten Mal und einen frischen Gruß an Tocha. Absolut. Und